Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du endlich deinen Fokus trainierst, sodass du wirklich dauerhaft konzentriert arbeiten kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute ein extrem wichtiges Video, was wirklich das wahrscheinlich meist unterschätzteste Video hier vielleicht auf dem Kanal sein wird, denn es geht um Fokus. Ja, Fokus ist meiner Meinung nach wirklich die Geheimwaffe in der heutigen Welt, denn ihr kennt es selbst, ich weiß nicht, ob ich es gerade da habe, mein Handy liegt irgendwo anders, schon auf jeden Fall schon mal vorbildlich, weil ihr kennt es vielleicht selbst, ja, ihr sitzt an den Hausaufgaben, habt eigentlich gerade was wirklich Wichtiges zu tun und wollt vielleicht auch die Hausaufgaben echt durchziehen, nur irgendwie blinkt wieder was an eurem Handy, es läutet und ihr habt einfach nur von euch aus diesen Impuls, auf Instagram zu gehen, kurz die WhatsApp-Nachricht zu checken oder was auch immer, und ihr seid wieder unkonzentriert und ihr merkt selbst, irgendwie komme ich dadurch nicht voran. Ja, das heißt, ich würde super gerne irgendwie konzentrierter lernen, weil ich ganz genau weiß, ich würde bessere Noten schreiben, das Ganze wäre viel stressfreier und ich hätte wesentlich mehr Freizeit, aber irgendwie schaffe ich es nicht, genau das eben auch hinzubekommen. Und das Einzige, was euch dafür eigentlich fehlt, ist Fokus. Und die Frage ist, wie kann ich denn mehr Fokus erreichen? Und im Prinzip sage ich auch allen Coaching-Teilnehmern immer wieder, Fokus ist eigentlich einfach nur das Gegenteil von Ablenkung. Ja? Wenn du, der einzige Punkt, wann du keinen Fokus hast, ist, wenn du abgelenkt bist. Das bedeutet, wenn du keinerlei Ablenkung hast, sowohl außen als auch innen, dann wirst du automatisch voll fokussiert sein, per Definition quasi. Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten an Ablenkung. Das eine ist außen, das eine andere ist innen. Ja? Wie du sämtliche Ablenkungen im Außen eliminierst, das erklären wir dir im Coaching. Ich möchte jetzt hier aber vor allem nochmal darauf eingehen, wie du wirklich den Fokus von innen auch übst. Ja, weil stell dir vor, du bist in einem Raum, ja, da ist nichts drin, kein Handy, nichts, nur du und deine Schulsachen. Selbst dann werden die meisten von euch nicht fokussiert und könnten auch nicht konzentriert arbeiten. Und das ist die Frage, woran liegt das? Ja, das liegt eigentlich einfach nur daran, dass ihr eben von euch selbst innen heraus unkonzentriert seid, unfokussiert seid. Warum? Unser Kopf produziert eigentlich die ganze Zeit Gedanken. Ja, das heißt, zu jeder Zeit kommen die ganze Zeit Gedanken. Ja, ja. Gefühle, verschiedene Emotionen in Bezug auf die Fächer. Ihr kennt das vielleicht selbst. Ja, vielleicht macht euch Englisch total viel Spaß. Ihr holt Englisch raus. Ey, cool, mach ich mal eben die Englischaufgabe. Danach wisst ihr, dass Mathe ansteht und ihr habt einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ja, das bedeutet, es ist einfach sehr stark, sodass nicht nur von außen, sondern auch von innen oft sehr viel Ablenkung kommt, sei es in Form von Gedanken oder eben auch in Form von Emotionen. Und die Nummer 1 Sache, und ich kann es nicht oft genug predigen, manche werden sich jetzt wieder den Arsch ablachen, weil sie ganz genau wissen, was jetzt kommen wird, aber bitte, macht es einfach, okay? Meditation ist der beste Weg, um so ein absurdes Level an Fokus zu gewinnen, dass ihr dann auch schon extrem, ja, sag ich mal, unabhängig von äußeren Ablenkungsfaktoren seid. Was ist Meditation? Ich fange erstmal an damit, was Meditation nicht ist. Meditation hat nichts mit Religion zu tun. Meditation ist kein Hokuspokus. Meditation ist nicht komplex. Man kann bei Meditation auch nicht wirklich was falsch machen, sondern Meditation ist eigentlich die einfachste, langweiligste und wichtigste Praxis, die du in deinem Leben einführen kannst. Deswegen, wie meditiert man richtig? Ich drücke das jetzt einmal, ein für alle Mal, so simpel wie möglich aus. Alles, was du zu tun hast, ist, du setzt dich auf einen Stuhl, hältst einen geraden Rücken ein, schließt meinetwegen die Augen oder machst sie auf, das ist eigentlich auch schon vollkommen egal, und achtest dann einfach nur auf deinen Atem. Ja? Du musst nichts Spezifisches denken, es ist auch in Ordnung, wenn du denkst. Das Einzige, was du tust, ist auf deinen Atem achten. Ja, einfach. Und das wird im ersten Moment sich erstmal komisch anfühlen. Ja, weil ihr seid es nicht gewohnt, nichts zu tun. Sondern was ihr gewohnt seid, ist, mit irgendwas beschäftigt zu sein. Und wenn man nur kurz am Klo sitzt oder irgendwie kurz auf den Bus wartet, ist man sofort auf Instagram, WhatsApp, Snapchat, was auch immer. Und deswegen wurde unser Gehirn so stark darauf konditioniert, die ganze Zeit von irgendwas stimuliert zu werden, abgelenkt zu werden. Und das ist auch der Grund, warum ihr euch nicht konzentrieren könnt. Ja, dadurch, dass euer Kopf die ganze Zeit eigentlich schreit nach, gib mir irgendwas Flashiges, was Spannendes, was Neues, schafft ihr es nicht, länger mal an einer Aufgabe sitzen zu bleiben. Und gerade in der Oberstufe und auch im Abitur ist es einfach so, dass viele Aufgaben einfach mal länger dauern. Da muss man auch mal an einer Aufgabe länger dranbleiben, da muss man es auch einfach mal schaffen, sich mal durchzubeißen. Und solange euer Kopf aber so eine Aufmerksamkeitsspanne von 2-3 Minuten hat, ja, ist es kein Wunder, dass ihr nach 5, 10, 20 Minuten mal keinen Bock mehr habt, an einer Aufgabe weiterzuarbeiten.
Ist ja vollkommen logisch. Und da macht auch ihr nichts falsch, euer Kopf nichts falsch und mit euch ist auch nichts falsch. Ihr habt nur euer Gehirn falsch erzogen. Ja? Und was Meditation im Prinzip macht, ist eben diese falsche Erziehungsweise wieder umzuprogrammieren. Ja? Das heißt, du lernst einfach nur an einem Platz sitzen zu bleiben. Es gibt keine Sonderentertainment von außen, sondern du bist einfach nur mit dir, bleibst konzentriert auf deine Art. Ja? Und auch während du das machst, wird es garantiert so sein, dass, was weiß ich, irgendwie Gedanken kommen, Emotionen kommen. Du denkst irgendwo nach, was morgen ist, was gestern war, was du jetzt als nächstes machst. Vollkommen normal. Und auch da, lasst euch davon niemandem erzählen, dass man bei Meditation nicht denken darf. Natürlich ist es gut, wenn die Gedanken weniger werden, das werden sie auch mit der Zeit. Aber eure einzige Aufgabe ist es, in der Meditation auf euren Atem zu achten. Wenn dabei Gefühle hochkommen, wenn dabei Gedanken hochkommen, ist alles wunderbar. Das Wichtige ist nur, dass ihr dann nicht über den einen Gedanken nachdenkt, sondern dass ihr einfach merkt, ah, okay, der Gedanke ist da, cool, ich achte wieder auf meinen Atem. Ja, aber auch der Gedanke darf nicht da sein, der kommt einfach hoch, ist okay, und das Einzige, was du tust, ist immer weiter auf deinen Atem zu achten. Der Gedanke wird wieder weggehen und dann vielleicht wieder kommen und wieder weggehen. Das Einzige, was ihr als Aufgabe habt, ist einfach bei euch zu bleiben und einfach konzentriert in diesem Moment zu sein, ohne das eben so richtig verkrampft zu machen. Ja? Was euch passieren wird, werdet lernen, viel fokussierter im Moment zu sein. Und wenn ihr das dann beispielsweise jeden Morgen 10, 15 Minuten macht, dann wird sich das durch euren ganzen Tag ziehen. Macht es einfach nur für ein, zwei Wochen mal. Ja? 10 bis 15 Minuten pro Tag und ihr werdet wirklich unglaublich krasse Veränderungen spüren. Gerade auch eben in Bezug auf eure Hausaufgabenkonzentration im Unterricht. Das wird sich einfach durch alles ziehen. Deswegen probiert das bitte mal aus, kommt dann zu diesem Video zurück und schreibt mir einen Kommentar, was sich bei euch verändert hat. Und wenn du weitere solcher Dinge lernen möchtest, wir bringen auch Meditation sehr intensiv bei uns im Traumhabitur-Coaching bei. Einfach all die Dinge, die du wirklich fundamental verstanden haben musst, damit du eben stressfrei sehr gute Noten schreiben kannst, dann bewerb dich sehr, sehr gerne bei uns im Traumhabitur-Coaching. Einfach der erste Link in der YouTube-Beschreibung oder eben auch unten im angepinnten Kommentar. Wir freuen uns auf dich, mein Team wird sich dann bei dir melden und ansonsten denk dran. Ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.